Wir haben als AfD auch was dagegen, wenn Juden in Deutschland diffamiert werden für nichts und wieder nichts. Das hatten wir schon mal alles. Das darf sich nie wiederholen. Das war meine persönliche Intention. Wir wollten ein Zeichen setzen, das nicht zu tolerieren ist, wenn es in unserem Land Judenhass und Antisemitismus gibt. Und ich glaube, dieses Zeichen haben wir ganz überzeugend und sichtbar setzen können. Wir sind ja aus irgendeinem Grund nicht mit eingeladen worden. Da müssen sich offenbar die Veranstalter noch dran gewöhnen, dass es eine neue Partei gibt. Aber die anderen Demonstranten haben das im Wesentlichen positiv aufgenommen und haben gesagt, gut, dass ihr da seid und dass ihr mit demonstriert. Und direkt neben mir stand nun ein Jude, der mir auch Teile seines schweren Schicksals erzählt hat. Der ist also selbst im Ghetto noch geboren worden. Der Vater ist im Krieg ums Leben gekommen, in einer Widerstandsgruppe. Also wirklich ein schlimmes Schicksal, was er gehabt hat. Und der hat sich natürlich auch gefreut, dass wir da waren. Dass wir uns überhaupt treffen müssen.